Ihr schaut ein Level TV mit dem Samsung N150 Netbook hoffentlich. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es gerade von notebooksbilliger.de bekommen. Zumindest steht das auf der Verpackung. Ich werde das jetzt auf jeden Fall hier für euch auspacken und dann über die Cebit mitnehmen und testen. Beziehungsweise natürlich noch weitere Videos davon machen. Aber jetzt wird zuerst einmal hier ausgepackt. Ich habe mich noch nicht hingesetzt, weil ich vermute, dass in der Verpackung noch eine Verpackung sein wird. Oder vielleicht ist auch gar kein Notebook drin. Doch, hier ist eine kleine Samsung-Box drin und Papierzeug mit Werbung. So, das schaut doch schon nach einem Samsung MacBook aus. Und ja, hier steht auch Samsung N150. Technischen Daten sind Windows 7 Starter, 10,1 Zoll Display, 250 GB Festplatte, 1 GB RAM, Bluetooth 2.1 und WLAN BG und N mit einem neuen Atom N450 Prozessor. Das sollte das Weiße sein. Beim Display steht jetzt hier nicht da, ob es doch, da steht auch Non-Gloss, aber ja, ihr wollt es ja auch in Person sehen, nicht einfach nur in der Box. Von daher Samsung-Logo abschneiden und aufmachen. So, das Gerät. Und eine Box mit dem Zubehör. Notebooks, Netbooks, netbooknews.de hat schon mal ausgepackt in Schwarz. Da war keine Tasche dabei. Also erwarte ich jetzt hier auch keine. Genau, hier ist keine beigelegt. Beim N220 ist eine Tasche beigelegt. Aber man kann ja für 10 Euro schon eine kaufen, beziehungsweise für 13 auf Amazon. Einmal eine Bestätigung, dass wir umweltfreundlich sind von der TCO. Installation Guide auf Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch. Bla bla bla. Garantieinformation, schön dicke. Und eine Safety Instruction, wie wir den Akku entsorgen sollen und so weiter und so fort. Und wichtig, ein Akku. Dann ein schön dickes Netzteilkabel. Ein Netzteil haben wir hier noch in der Box drin. Und fangen wir mit dem Netzteil an. Hat ein LED, das leuchtet wahrscheinlich blau. Ein dreipoliges Ende, denn das andere Kabel, was dazugehört, ist aus mir unerklärlichen Gründen von Samsung mal wieder leider etwas zu dick geraten. Also ich mag das nicht, aber immerhin kann man es so schön aufwickeln. Es hätte auch etwas kleiner sein können, aber ja, es geht. Also ungefähr so groß zum Mitnehmen, vielleicht 100, 150 Gramm. Was euch aber wahrscheinlich mehr interessiert, ist der Akku. Und zwar hat der Akku nämlich standardgemäß 4400 mAh hier. Mit 48 Wattstunden, glaube ich, genau. Und dieser sollte vielleicht ja 8 Stunden reguläre Benutzung, 8 bis 10, beziehungsweise 6 Stunden WLAN-Benutzung halten. Schauen wir uns jetzt mal das Gerät mit dem Akku dann an. In schönem Weiß mit einem roten Strich müsste es sein, aber es werden auch bald noch mehr Farben auf den Markt kommen. So, hier ist der Samsung N150. Wie ihr sehen könnt, schön matt gehalten, auch außen in Weiß, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Fingerabdrücke sieht man gar nicht, auch wenn ich es gerade erst ausgepackt habe. Es fühlt sich einfach brillant an, gefällt mir sehr, sehr gut jetzt schon. Schauen wir uns jetzt mal die Eingänge an, also von außen. Wir haben einmal einen Netzteileingang. Netzwerk, dann haben wir einen Lüfter, noch ein USB-Port, das ist Mikrofon, Kopfhörer. An der Front haben wir einen Anschalter bzw. einen Kartenleser, wo die SD-Karte rausschauen wird. So, und dann haben wir noch zwei USB-Ports, einen VGA-Port und einen Kensington-Lock. Das hier hinten ist gar nichts, nur die Gehäusescharniere. An der Unterseite könnt ihr erkennen, wir können hier ganz einfach den RAM austauschen.
Ich werde das Ganze natürlich komplett auseinandernehmen und dann euch noch genauer drin zeigen. Im Januar wurde es hergestellt und wir haben Windows 7 Starter Lizenz mit dabei. Hinten, hier könnt ihr sehen, wir haben hier einen SIM-Lock-Port, der abgeklebt ist. Wenn ich es mir nochmal genau von innen anschaue, werde ich mir anschauen, ob hier noch eine UMTS-Modem drin Platz hat. Wenn ich den Akku einsetze, so, dann könnt ihr erkennen, es steht etwas raus, aber halb so wild, denn an sich ist das Gerät recht dünn gehalten. Schauen wir uns das aber mal von innen an. Da ist es auch schon. Keine Schutzfolie gerade drin gehabt. Mattes Display, mattes 10,1 Zoll Display. 1,3 Megapixel Kamera, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Tastatur, schön weiß. Groß. Bietet nicht ganz so ein gutes Feedback wie das N220, meiner Meinung nach, weil man die Tasten nicht so weit reindrücken kann. Und sie sind etwas zu nah aneinander, aber das habe ich ja schon mal erwähnt. Ein Multi-Touch-Touchpad haben wir hier auch. Und leider keine separaten Maustasten, sondern eine Wippe, die sich sehr, ja, muschig anfühlt, müsste ich mal so sagen. Dann haben wir hier das Mikrofon und noch ein paar Status-LEDs, 2, 4, 6, um genau zu sein, mit allen möglichen Informationen natürlich zu unserem Gerät. Anmachen werde ich es jetzt nicht, aber weitere Videos zu dem Samsung N150 findet ihr auf endevil.com bzw. in unserem YouTube-Channel Endevil TV. Das ist der Balaschgal mit dem Samsung N150 Netbook Unboxing in Weiß.